Das heißt, wir haben wieder Zeit für unseren Maccabi Sport Talk Teil 3. Ich hoffe, da sind schon einige online. Noch sehe ich nichts, aber das sollte, denke ich, auch gleich losgehen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid genauso gespannt wie ich, wenn es dann gleich heißt: Herzlich willkommen, Marcel Reif, live bei uns. Und bin auch mal gespannt, ob er dann auch gleich zu uns stoßt. Liebe Leute, ich hoffe, euch geht's gut soweit. Und heute muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, so eine Sportkommentatorenlegende heute live bei uns zu haben. Wir hatten schon mit Esther Sendercheck und Peter Fischer super Gäste bei uns. Aber mit Marcel Reif bin ich ganz offen und ehrlich, das ist so meine Kindheit. Mit dem bin ich aufgewachsen und jetzt bekomme ich auch das Zeichen, Marcel Reif ist wohl da. Das heißt, lassen wir ihn doch direkt zu uns kommen. Noch ist er wohl nicht da. Alles nicht so schlimm. Ich nehme es vielleicht schon mal vorweg. Für Marcel Reif ist es heute zum ersten Mal. Ich bin ihm 3 Schritte voraus. Für mich ist es heute zum dritten Mal, dass wir so einen Live-Talk machen. Aber für den Herrn Reif ist es heute seine Premiere. Und umso glücklicher bin ich, dass er uns dann doch hier auserkoren hat, mit uns sein erstes Mal im Live-Talk zu gehen. Jetzt schaue ich gerade noch mal, ob er da ist. Noch ist er nicht da, aber das verzeihen wir ihm natürlich. Ich denke, es sollte gleich kommen. Ansonsten müsst ihr ja gerade nochmal mit mir vorlieb nehmen. Aber wir warten einfach mal ab. Wir hoffen, dass es euch aber trotzdem soweit gut geht und ihr bekommt wahrscheinlich auch mit, dass wir aktuell sehr, sehr viel Online-Präsenz zeigen. Das ist uns auch wahnsinnig wichtig. Die heutige Zeit macht es einfach nicht anders möglich. Wir können nicht auf unsere geliebten Sportplätze gehen. Und hier vielleicht nochmal der Hinweis, lieber Marcel Reif, nochmal die Anfrage zu stellen an uns, damit wir sie annehmen können, damit sie dann bei uns gleich in den Talk zugeschaltet werden können. Einfach die Anfrage stellen, die wird Ihnen direkt, wenn Sie reinkommen, verlinkt, draufdrücken und dann bekommen wir den Hinweis, dass wir Sie ins Gespräch reinholen können. Also nochmal der Hinweis, Anfrage stellen. Und dann holen wir sie direkt ins Gespräch rein. Kommen wir nochmal kurz zurück auf die Online-Präsenz, die wir haben. Wir können aktuell nicht auf die Sportplätze und daher haben wir uns im Team mit dem Maccabi Deutschland-Präsidium und unserem Büroteam entschlossen, einfach viele Workouts anzubieten, damit ihr, liebe Zuschauer, liebe Maccabäer, liebe Freunde, weiterhin fit bleibt. Wir haben Schachfreunde, für die haben wir ein Schachturnier mittlerweile veranstaltet, das jetzt am Mittwoch losgeht mit einem Grand Prix. Wir werden ab nächster Woche mit einem Backgammon-Turnier live gehen. Das heißt, auch hier wird jetzt demnächst Werbung gemacht. Es wird am Freitag über Maccabi Frankfurt und mit Kooperation von uns ein Basketballturnier geben auf der Konsole PlayStation, also ein virtueller Sportspaß. Und Yoga wird dann nächste Woche Samstag auch wieder stattfinden. Da hatten wir die Premiere mit einer tollen Trainerin, der Linda aus Berlin. Hier nochmal ein großes Dankeschön an dich. Da freuen wir uns darauf, dass wir so viele Zuschauer dabei hatten, die auch mitgemacht haben und nicht nur zugeschaut haben wie ich. Und am Samstag geht es dann in die zweite Runde. Jetzt bekomme ich ein Zeichen, dass er wohl da sein wird. Lieber Marcel Reif, sind Sie da? Können Sie mich hören? Können Sie mich sehen? Ich kann Sie sehen und ich kann Sie hören. Können Sie mich Wund sehen und hören? ja. Also hören tue ich Sie wunderbar und jetzt kommt auch das Bild. Jetzt kann ich Sie auch sehen, da freue ich mich sehr drüber. Lieber Marcel Reif, herzlich willkommen zum Maccabi Sport Talk. Hallo, danke für die Einladung. Wie geht's Ihnen erstmal vorab? Gesundheitlich gut, psychisch gibt es mal auch mal Dellen. Komischerweise, ich dachte immer, ich bin 70 Jahre alt, irgendwann hat sich's mit dem Fußball, aber so Samstagmittags, so ab 15 Uhr, kriege ich so Phantomschmerzen. Irgendwie ganz Ja. komisch, irgendeine Entzugserscheinung, die ich nicht genau benennen kann. Meine Frau sagt dann immer, ich weiß, was dir fehlt. Und wahrscheinlich ist es auch so. Ja, da geht es wahrscheinlich sehr, sehr vielen Zuschauern von uns von Maccabi so. Wir haben ja nicht nur Fußballer, wir haben ja auch Basketballer, Handballer, Triathleten, Schwimmer, die aktuell alle zu Hause auf der Couch leider verweilen müssen. Aber wir hoffen alle, dass es bald wieder losgeht. Herr Reif, ich würde gerne, bevor wir dann wirklich mit unserem Talk losgehen, auch nochmal kurz einen Moment nutzen. Die Zuschauer habe ich jetzt schon vorab begrüßt. Auch nochmal kurz erwähnen, wir haben heute nicht nur einen Talk, sondern wir haben heute was ganz Besonderes. Wir haben heute mit Yom HaZikaron in Israel heute einen der Gedenktage,
wo wir unseren gefallenen Soldaten, aber auch den gefallenen Zivilisten heute gedenken. In Israel ist seit ungefähr einer Stunde beginnt, läuft schon die Trauerzeremonie. Und deswegen würde ich hier auch aber kurz mal den Moment einfach nutzen. Auch wir vom Maccabi Deutschland, wir haben uns gedacht, diesen Sporttalk wollen wir weiterhin machen. Und auch mit Ihnen als Gast, glaube ich, da kommen wir auch gleich nochmal intensiv rein, haben wir eine gute Verbindung gefunden, um das heute gemeinsam dann auch zu nutzen. Aber für alle Zuschauer, die es heute nicht wissen, also es beginnt ab heute Abend Yom HaZikaron, das ist der Gedenktag für alle gefallenen Soldaten und Zivilisten, die von Terroranschlägen in Israel gefallen sind. Und an dieser Stelle wollen wir auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Soldaten in Israel. Danke sagen, dass sie für uns da sind, dass sie das Land beschützen und wirklich ihr Leben für uns alle riskieren, dass wir einfach einen jüdischen Staat auf dieser Welt weiterhin haben dürfen. In diesem Sinne, Todah Rabah an euch alle. Und bitte, bitte, bitte beschützt uns weiter und natürlich bleibt alle gesund. Herr Ralf, ich denke, wir können dann auch mit unserem Talk beginnen, aber das war mir einfach nochmal kurz wichtig und uns allen im Namen das auch nochmal zu benennen, würde ich gerne direkt mit Israel und Ihnen auch beginnen. Sie haben ja auch eine Verbindung zum Land Israel. Vielleicht können Sie uns da direkt zum Beginn etwas darüber erzählen. Na, die lebende Verbindung ist nur noch eine, das ist eine Frage der Biologie, meine Cousine, meine einzige noch lebende, außer meiner Schwester, meine einzige noch lebende Verwandte, die lebt in Tel Aviv. Ich bin in Tel Aviv gewesen für ein etwas um die 1,5 Jahre, da war ich 5 Jahre alt. Wir sind von Polen aus Warschau damals weg. Weil es da so Mitte, Ende der 50er Jahre gab es so antisemitische Tendenzen und mein Vater hatte den Holocaust überlebt und der hat gesagt, ich denke, einmal müsste es genug sein in einem Leben und dann war nicht die Frage, ob man geht, sondern nur wann. Ich war zu klein, um an irgendwelchen Entscheidungen beteiligt gewesen zu sein. Also bitte überfordern Sie mich nicht. Aber ich erinnere mich an dieses eine Jahr in Tel Aviv. In Jaffa, weil ich da im Internat war. Und ich erinnere mich an diese Zeit sehr genau an vieles. Und danach, seit da war ich, weiß ich nicht, wie oft schon in Tel Aviv, weil ich mag das Land, ich mag die Stadt, ich mag das Leben, ich mag die Lebenslust, ich mag die Lebensart mit allem, was an Umständen drumherum ist. Möglicherweise erklärt das eine das andere sogar. Also. Ich bin der Sohn eines jüdischen Vaters, einer katholischen Mutter, also bin ich eigentlich gar nichts sozusagen. Aber ich habe von beiden Seiten eine Menge genommen und ich fühle viel Jüdisches in mir, ohne dass ich im Club bin. Jetzt habe ich mich natürlich gut vorbereitet und ich habe auch viel über Sie gesehen, gelesen und ich fand es so charmant, also auch an die Zuschauer gerne anschließend auch nochmal Marcel Reif eingeben bei YouTube. Es gibt tolle Dokumentationen über Sie, Reportagen. Da sind Sie am Strand spazieren gegangen und haben Jiddisch gesprochen. Wie oft benutzen Sie eigentlich noch Jiddisch? Ich bin verliebt in Jiddisch, aber diese Liebe, mir fehlt meine Braut. Also mein Vater sprach Jiddisch und meine Mutter hat es verstanden, also konnte mein Vater auch hemmungslos Jiddisch sprechen und ich habe diese Sprache immer geliebt. Mein Vater hatte viel in Belgien, in Antwerpen zu tun, im jüdischen Viertel und ich war oft dabei. Wann benutze ich heute Jiddisch? Ach, schauen Sie, in meiner Familie spricht niemand Jiddisch, aber ich habe einen Freund, den Journalisten Raphael Honigstein, ein brillanter Schreiber, der in London lebt. Und wir zwei machen, wann immer es geht, auf Jiddisch. Ob das noch so richtig ist alles und ob das dem Lehrbuch entspricht, ist mir aber egal, weil es ist eine so liebenswerte, eine so wunderschön bildhafte Sprache und sie hält natürlich auch meine Verbindung zu meinem Vater, der schon lange tot ist. Ihr Vater, sagten Sie, war Jude. Wie können wir uns vorstellen, zelebrieren Sie heute noch zum Beispiel die Feiertage? Zelebrieren Sie die Feiertage noch? Wie haben Sie die Feiertage mit Ihrer Familie? Ihre Mutter war, meine ich, katholisch. Wie war die? Das heißt, Sie hatten ja eigentlich viele Feiertage dann zu Hause zu feiern.
Wie war das damals mit der Familie, die Feiertage zu verbringen? Und was haben Sie heute noch für sich selber mitgenommen? Welche Traditionen haben Sie selber für sich jetzt noch beibehalten? Wenn Sie eine ehrliche Antwort wollen, ich habe gar keine Tradition mehr. Halt, ja, Weihnachten, weil ich selber Kinder habe. Also die Dinge, aber die sind inzwischen, der Jüngste ist 18 und der Erwachsene ist 43. Insofern, nein, die Feiertage früher bei uns gab es eine Menge Feste. Also mein Vater hat ohne Bedenken die katholischen Feiertage meiner Mutter mitgefeiert. An jüdischen Feiertagen hat er das Kommando in der Küche übernommen. Meine Mutter pflegte zu sagen, gut, okay, dann renovieren wir halt. Also das war eine sehr, wie soll ich Ihnen das sagen, eine sehr lebensfrohe Gemeinschaft. Und ich habe das im Nachhinein erst schätzen gelernt. Ich habe schätzen gelernt, wie viel Lebenslust mein Vater verströmen konnte mit seiner Historie und wie er das hingekriegt hat, dass wir Kinder, meine Schwester und ich, unbeschwert aufwachsen konnten. Ich habe meine Mutter erlebt, die war schlesische Katholikin. Also Katholizismus, da haben wir mal Irland, Sizilien und Schlesien, da haben sie so die Taliban, die Hardcore. Aber das wurde nicht gegeneinander aufgewogen. Also deswegen, wenn Sie, das sind für mich, ich habe dann für mich irgendwann beschlossen, ich gehe in keinen Club, weil mir beides wichtig ist. Und zwar nicht als Kalender, auch nicht als irgendein Raster, sondern ich bilde mir ein, aber da müssen Sie meine Söhne fragen, weil denen habe ich ja versucht, es weiter zu vermitteln, dass ich Werte übernommen habe, jüdische Werte. Ob das nun jüdische sind oder katholische, ist mir ehrlich gesagt im Nachhinein egal. Ich habe einen Wertekanon mitbekommen, der mir im Leben immer geholfen hat. Und den weiter zu vermitteln, habe ich mich bemüht bei meinen Söhnen. Also, klingt kompliziert, ist aber möglicherweise ganz einfach. Ich respektiere jeden, der nach seiner Art und nach seiner Fasson Religion ausübt. Sie werden von mir nichts hören, dass ich an Religion nichts Gutes finde. Im Gegenteil, für mich ist nur Religion hat eine andere Bedeutung. Das nehme ich mir raus. Aber ich bin so ganz gut durchgekommen. Wunderbar. Und in meiner Recherche ging es dann weiter. Nach der Zeit in Israel, wo Sie ja noch wirklich sehr jung waren, sind Sie dann direkt nach Kaiserslautern rüber. Und ich glaube, in Kaiserslautern blieb es dann auch eine Zeit lang und haben dann auch selber weit vor Ihrer Karriere als Kommentator auch die Fußballschuhe selber geschnürt. Und da würde ich aber gerne mal anknüpfen. Sie haben beim FCK in der Jugend gespielt. Was für ein Fußballer war Marcel Reif? Ein schön Wetterfußballer. Ja, das heißt, zwischen November und Februar brauchte man mit ihm nicht zu rechnen. Das war nicht an die Jahreszeit gebunden, sondern es war, sagen wir es mal so, wenn wir 1-0 führten, dann war ich ein Veranstalter rauschender Feste. Wenn wir 1-2 hinten lagen, musste man mich suchen und ersuchen, doch an der Sache teilzunehmen weiterhin, weil da war ich beleidigt. Jetzt ist es so, ich habe alle Jugendmannschaften in Kaiserslautern durchgespielt. Es war wirklich an der Grenze zum Profitum. Ich habe Ja, wow. süddeutsche Auswahl gespielt, das war kurz vor der Juniorennationalmannschaft. Also ich war schon wirklich, und im Nachhinein natürlich jeden Tag war ich besser, wenn ich heute zurückgucke. Ich war schon talentiert, aber ich habe, als es zum Schwur kam, als meine Eltern, die zogen dann von Kaiserslautern nach Heidelberg, und zwar just ein halbes Jahr vor meinem Abitur. Und da war die Frage, was machen wir? Ich blieb dann noch ein bisschen bei meiner Großmutter wohnen in Kaiserslautern, habe weitergekickt. Ich bin dann auch sogar in der A-Jugend, das ist die U19 heute, bin ich noch mit dem Zug von Heidelberg nach sonntags zum Spiel gefahren. Das würde man heute nicht mehr machen, aber dadurch weiß ich, ich muss schon ganz gut gewesen sein, wenn die Lauterer hatten genug Nachwuchs. Also da gab es, jede Jugendmannschaft hatte drei, die A1, die A2, die A3. Also da musste man schon ganz gut kicken können. Insofern gönnen Sie mir das, ich war ein toller Fußballspieler. Ich habe am Zeitpunkt X, aber zum Glück, mir die richtige Antwort gegeben. Und ich bin länger beim Fußball geblieben, letztlich, als einige meiner Kollegen, mit denen ich zusammengekickt habe. Spielen Sie noch ab und zu Freizeit, so, sage ich mal, eine Hobbytruppe oder Altherrentruppe?
Dazu war ich dann irgendwann ein bisschen zu gut. Und das bitte ich mit aller Demut zu nehmen, wirklich. Ich Ja. habe gespielt so bis Mitte 50. Und dann spielten wir also so gegen 30, 40-Jährige. Und die mochten das dann oft nicht, dass man Dinge konnte mit dem Ball und sie düpierte oder sie fühlten sich düpiert. Und wenn man dann gesagt hat, hör doch mal auf zu treten wie ein Ochse, ich habe Familie, dann sagte der, aber ich zahle doch meine Fernsehgebühren. Das war dann meist die ZDF-Sportmannschaft. Und da habe ich irgendwann mal aufgehört. Ich habe dann sehr lange noch, solange meine Söhne sich noch die Zeit genommen haben, mit mir Nachmittage auch mal zu verbringen, haben wir mit meinen Söhnen ein bisschen gekickt und habe ihnen dann zugeguckt. Ich habe das dann irgendwann gelassen, weil nochmal, du spielst dann auch gegen Leute, die, und das sage ich ohne wirklich ohne Dünkel und ohne Nase hoch, die machen dann Dinge, die wollen das gar nicht böse, aber die tun Dinge, die du nicht im Spektrum hast. Also der tritt und trifft dich irgendwo, was gar nicht geht, also nicht im Ja. Lehrbuch steht. Und ich habe Fußball noch im Lehrbuch gelernt. Insofern lassen Sie es gut sein. Es ist heute, ich bin Couch-Potato in vielem oder ich quassle drüber. Aber Couch-Potato waren wir alle, als Sie aktiv waren. Und da würde ich jetzt so langsam drauf in diese Richtung kommen. Denn Herr Reif, wir hatten vor 2 Wochen unsere erste Sendung mit der Esther Sedlacek von Sky. Letzte Woche war Peter Fischer unser Gast von Eintracht Frankfurt, der Präsident. Und heute sind wir wirklich super glücklich. Und man merkt es mir vielleicht auch ein bisschen an. Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, angespannter war ich noch nicht in den 3 Folgen wie mit Ihnen, aber nicht, weil ich irgendwie ein schlechtes Gefühl mit Ihnen habe, ganz im Gegenteil, sondern ich habe wahnsinnig viele, viele Jahre mit Ihnen verbracht. Und viele unserer Zuschauer bestimmt auch. Und ich habe mir mal so die Highlights rausgesucht, wenn ich mir zurückblicke. Vielleicht können Sie direkt zu allen Highlights vielleicht ein, zwei Sätze mal was sagen. Zum Beispiel 1994, Finale der WM, Brasilien, Italien, Baresi, Baggio. Schießen übers Tor. Das war so mein erstes Highlight mit ihm. Das war auch mein erstes WM-Finale. Insofern war das für mich auch ein Highlight. Ich habe das sehr, sehr klar vor Augen noch. Es gab da eine Anekdote, wenn Sie die unbedingt hören wollen. Also es war sehr heiß, Pasadena. Und da gibt es War in ein Dallas, Stadion. glaube ich, das Finale. Bitte? In Dallas, glaube ich, war das Nein, nein, Finale. nein, nein. Pasadena in Los Angeles. Los In Angeles, der okay. Rose Bowl. Und in der Rose Bowl brauchst keine Tribünendächer, weil never rains in California, sagt man. So, Ja. also und wir haben mittags wegen der Zeitverschiebung wurde um 13 Uhr Ortszeit gespielt. Also der Planet kam schnurstracks von oben. Wir mussten viel trinken, hat man uns gesagt, sonst kriegst du einen Hinschlag. Und irgendwann, weiß ich nicht, 75. Minute musste ich für kleine Jungs. Das kannst du aber nicht, um dieses ganze Zeug wieder loszuwerden. Du kannst aber nicht einfach aufstehen. Amerikanische Stadionsicherheitsmaßnahmen, keine Chance. Also habe ich mir irgendwann dachte, ich sterbe. Dann gibt es aber Verlängerung. Und es gibt nur Elfmeterschießen. Also ich dachte, das überlebe ich nicht. Unsere Tribüne waren so Steine mit so Tischen und Treppen gingen so runter. Und irgendwann habe ich für mich selber beschlossen, wir sind ja jetzt unter uns, ich muss es einfach laufen lassen, sonst sterbe ich. Ja. Und als ich diesen Entschluss gefasst hatte, guckte ich aber nochmal so über den Tisch, wer denn da unten so sitzt. Und da sitzt direkt vor mir Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Und ich schwöre Wow. Ihnen, das kannst du nicht machen. So. Ich habe es dann trotzdem irgendwie überlebt. Also das ist meine Haupterinnerung an 94 und das Finale. Ich fahre dann kurz fort mit meinem nächsten Highlight, weil ich glaube, Sie können uns zu jedem Highlight eine Anekdote erzählen, aber bei einer würde ich dann gleich wirklich nochmal gerne hängen bleiben. Sie hatten noch 97 Juventus gegen Borussia Dortmund, Ricken, Lupfen, jetzt 6 Sekunden auf dem Platz, erinnere ich mich ganz genau. Zum Torfall kommen wir gleich, da würde ich noch ausführlicher bleiben wollen. 99, das dramatische Champions League-Finale, Bayern gegen Manchester, Sheringham, Solskjaer. Hauen die Bayern in der Verlängerung in der Nachspielzeit raus. Und dann Patrick Andersson 2001 schießt unter die Mauer und die Schalker werden nicht Meister. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber ich würde gerne auf das Spiel jetzt wirklich nochmal kurz zurückkommen. Vielleicht wissen es unsere jüngeren Zuschauer nicht. Real Madrid, Borussia Dortmund, korrigieren Sie mich, 1998, 97, das Tor. 98, an was für einem Kalendertag? 1. April. Das könnte Unfassbar. es erklären, ja. 1. April, das Tor in Madrid. Das Tor in Madrid fällt um.
Und sie und Günther Jauch, der damals mit ihm moderiert hat, schreibt Fußball, nicht nur Fußball, sondern Fernsehgeschichte. Hier würde ich gerne mal hängen bleiben und einfach mal, was Ihnen noch hängen geblieben ist, was können Sie uns zu dieser Geschichte erzählen? Wissen Sie, wie oft ich die Geschichte schon erzählt habe? Man muss sich nicht dafür schämen. Also schauen Sie, das Ganze passierte. Ich habe angefangen, ich sehe ja, was passiert und denke so, jetzt müsste es doch gleich losgehen. Aber dann siehst du, dass das Tor umknickt, dass das Metall ist. Und die versuchen dann, dieses zusammenzubasteln. Und ich bin kein Materialwissenschaftler, aber das sagt einem so ein bisschen der gesunde Menschenverstand, das wird nicht funktionieren. Vergiss es, das wird so nicht gehen. Und dann kriegte ich Panik und quasselte irgendein Zeug. Und der Kollege Jauch, und wir waren damals schon viele Jahre befreundet, sind es bis heute, der hörte das. Der war unten im Studio, ich war oben am Reporterplatz. Der hörte das und dann sagte der, schaltet mal wieder mal runter zu mir, der macht gerade medialen Selbstmord. Was der da quasselt, ist ja absurd. Und dann fingen wir an, und jetzt müssen Sie wissen, Champions League, so eine Übertragung ist getaktet in Sekunden. Sie kriegen vorher so ein Sheet, auf dem steht, 20:30 wird der Rasen gewässert, 20:30:45 kommen die Fotografen, 20:32 und so weiter, also wirklich auf die Sekunde. Der Privatfernsehen hat Werbepausen, die müssen aber in bestimmten Abständen dürfen die nur laufen. Also man hatte sich verabschiedet aus der Vorberichterstattung und jetzt kommt Ralf und kommentiert unser Spiel. Der kommentiert dabei nichts, weil das Tor war umgefallen. So, jetzt haben wir dann angefangen zu plappern. Kein Mensch wusste, was jetzt, wie es weitergeht. Wenn uns, um die Legende auch mal hintenrum zu killen, wenn uns jemand, uns beiden, jemand gesagt hätte, ihr seid doch sonst solche Komiker, so lustig, ihr seid doch so lustig, ihr macht jetzt mal 76 Minuten Jokus, Leute, ihr müsst uns da helfen. Wir hätten denen den Vogel gezeigt, hätten uns umgedreht, wenn zum Bürstchen stand, hätten gesagt, holt uns, wenn es wieder losgeht. Kein Mensch kann, das ist Unsinn. Da das aber niemand wusste, dass es 76 Minuten werden, haben wir uns hochgejatzt. Wir sind Freunde. Der eine konnte dem anderen vertrauen, keiner hat den anderen vorgeführt. Wir haben Quatsch geredet, immer mehr. An dem Tag war, 2 Tage davor war ich in Zürich, wo ich lebe, umgezogen und hatte unten im Keller ich, Handwerker Zero, Sub-Zero, hatte ein Regal aufgebaut in einem schmalen Ding und merkte auf einmal falsch rum. Jetzt kannst du aber das Regal nicht wenden, weil es zu knapp ist. Also musstest du es wieder abbauen. Und der fragte, dem hatte ich das erzählt vor der Sendung. Und dann sagte er, sag mal, erzähl doch mal, hier ist Handwerk, du bist doch ein großer Handwerker. Ho, 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 erzähl doch mal. Und dann erzähle ich, wie ich ein IKEA-Regal aufbaue. Und denke, sag mal, haben wir sie noch alle? Das war zur heiligen Champions League-Zeit. So, das haben wir dann 76 Minuten gemacht. Da haben 12,5 Millionen Menschen zugeguckt und zugehört, als das Spiel dann losging. Und bis heute sage ich bin der wahre Held des Abends, denn der Kollege Jauch ging dann, als das Spiel doch angepfiffen wurde, von dem niemand wusste, zählt's und der Vorbehalt, gibt es Protest, der Kollege Jauch ging ein Käffchen trinken und fand, dass wir das ganz ordentlich gemacht haben. Ich hingegen musste noch ein Fußballspiel kommentieren bis rund an Mitternacht ran und da guckten nur noch 6 Millionen Menschen zu. So, das ist die ganze Geschichte vom umgefallenen Tor. Wenn Sie heute in Madrid ins Bernabéu gehen und gehen unten durch die Katakomben. Da hängen alle 20 Meter hängt da ein Tor. Die haben, glaube ich, mehr Tore, als sie in ihrem Leben brauchen werden, weil denen das sowas bis heute. Wenn du heute sagst, sag mal, wann war das denn nochmal? Du hast noch gar nicht ausgesprochen, dann, gut jetzt. Kein gutes Thema. Die Schäden, das ist der königliche Club, war nicht in der Lage, ein Spiel fortzusetzen. Und die Wahrheit ist, damals waren zwei Jungs, weiß ich, Ende, Mitte 20, die waren komisch, aber mit einem Kastenwagen von der Arbeit irgendwie waren die zu dem Spiel gefahren. Hatten den Wagen draußen auf dem Parkplatz. Als die schnallten, als Zuschauer, dass das hier niemals, never ever, mit Hölzchen und Stöckchen mal baut, versuchten die das aufzubasteln wieder, sind die zwei losgefahren, 2 Kilometer weg ins Trainingszentrum von Real und haben ein Tor geholt. Sonst würden die auch und ich heute noch quatschen. Also ich habe mir das nochmal angeguckt und es ist herrlich. Ich war natürlich noch recht jung, ich bin 83er Jahrgang, aber als ich mir das jetzt nochmal angeschaut habe in meiner Vorbereitung auf das Gespräch mit Ihnen, ich kann es allen nur empfehlen, auch bei YouTube einzugeben, Torfall, Real Madrid, BVB. Zum Abschluss, was mir hängen geblieben ist, wo ich Sie fantastisch fand, Herr Reif, als der Mann im Anzug auf dem Rasen kam und Sie sagten, oh, der sieht wichtig aus. Der wird jetzt wissen, was jetzt gemacht werden muss. Einfach nur köstlich. Also jeden Hinweis,
Einfach mal einschalten bei YouTube. Es lohnt sich, auch wenn es schon ein paar Tage her ist. Herr Reif, ich würde jetzt gerne die ersten Zuschauerfragen mal mit reinnehmen. Wir haben im Vorfeld einfach mal unsere Makkabäer, unsere Follower gefragt, ob es Fragen gibt. Und ich würde mit Peter Fischer beginnen. Peter Fischer hat uns letzte Woche zum Abschluss unseres Talks gefragt, welches Spiel würde Herr Reif wahnsinnig gerne jetzt nochmal kommentieren? Also vielleicht nicht das Spiel, was schon lief. Für welches Spiel würden Sie sich jetzt nochmal hergeben, um zu sagen, Leute, mache ich? Leute, mache ich, das sehe ich im Peter Fischer aus der Saare, weil ich habe lange in Wiesbaden gewohnt, also ich kann seinen Dialekt, seinen Frankfurter, kann ich ganz gut. Ja, was würde ich, würde all die Spiele gerne, um jetzt mal erstmal plump und breit alle die Spiele doch mal kommentieren wollen, die ich in die Grütze kommentiert habe, wo ich hinterher dachte, na, also das hat jetzt heute überhaupt nicht gut funktioniert. Also kommt, was der Peter Fischer ist. So ein Spiel, UEFA-Cup-Spiel oder jetzt Euroleague-Spiel der Eintracht. So in Bordeaux, wenn da so 12.000 Frankfurter mitfahren. Das hatte schon was. Ja, Eintracht war, ich war ja lange im ZDF und Wiesbaden nicht weit weg und da sind wir manchmal zur Eintracht gefahren. Also ich habe da schon eine Verbindung zu den Adlern. Ich meine, das wissen die meisten, die jetzt zugucken, die mich auch kennen, die mit Maccabi zu tun haben. Die Eintracht ist natürlich mein Herzensverein. Und Ich habe das schon daher. gehört, dass das hier eine Ache bisschen. Ja, Ich habe okay. auch noch ein bisschen. Der Hess. Die nächste Frage, die hat das Ganze mit dem Sport zu tun. Da wollte einer von uns wissen, was für Erfahrungen, vielleicht muss nicht dringend privat sein, aber was für Erfahrungen haben Sie im Bereich Antisemitismus wahrgenommen? Was empfinden Sie vielleicht auch aktuell im Land im Bereich Antisemitismus? Vielleicht nehme ich mal, gehe ich doch mal ein bisschen tiefer hinein. Aktuell ist Corona Thema Nummer eins. Alles, was so im Bereich Rassismus, Antisemitismus angeht, hat gerade irgendwie Halbzeitpause. Aber sobald wir alle wieder in den Alltag zurückkehren, glaube ich, bin sicher, kehrt auch wieder der menschliche, sage ich mal, ich nenne es mal Hass zurück, in welche Richtung auch weiter. Also in welche Richtung ist Antisemitismus ein Thema für Sie? Also irgendwas Gutes muss ja Corona haben. Und wenn es das nur ist, das vorübergehend Ja. das Pack die Fresse hält. So, das ist das mal das eine. Das zweite ist erstmal global, Antisemitismus reicht mir nicht. Da geht es weiter zu Rassismus, zu Homophobie, zu all den Dingen, die, und jetzt mache ich es nur auf meinen Bereich, die in einem Stadion nichts verloren haben. Nichts. Egal was, egal wo, never ever. Punkt. Antisemitismus in Deutschland, das hatte mein Vater, wie gesagt, ich habe von meinen Verwandten väterlicherseits, weil ihn und seinen Bruder, mein Onkel und meine Tante und jetzt meine Cousine, also meine Cousine sowieso, aber meine Tante noch kennengelernt. Der Rest, den konnte ich nicht kennenlernen, weil den haben sie ermordet. Oder die anderen haben sie ermordet. So, insofern, mein Vater hatte also Holocaust überlebt. Und dennoch war meinem Vater klar, dass der Mensch ist, manche Menschen sind so. Es wird immer den Einzelnen geben. Aber dass ich in Deutschland Ismus, wenn ich Ismus höre, das hat ja etwas Größeres, das ist ja eine Bewegung, das hat ja mehr. Dass in Deutschland, dem Land, das eine solche Geschichte hat, die meiner Familie das angetan hat, dass es da wieder antisemitische und Tendenzen zu Antisemitismus gibt, das ist für mich nicht erträglich. Und ich weiß, dass mein Vater im Grab rotiert deswegen. Das ist das. Und deswegen jedem, glauben Sie mir, da werde ich dann doch auch zu Makkabäer. Also da können Sie mit mir auf keine Diskussion und keine Gesprächsbereitschaft hoffen. Da ist eine rote Linie, die ist sehr eng gezogen, sehr eng gezogen. Beruflich muss ich Ihnen ehrlich sagen, nie. Ein einziges Mal, da war ich nur im ZDF und da gab es Zuschauerpost und da kam ein Brief. Und das kriegst du ja dann rauf und runter beleidigt und du bist der größte Schwätzer da. Also alles, was sie wollen, ist aber alles, komm, gut bezahlter Nebeneffekt geschenkt. Aber einer schrieb gegen Ende irgendwas und sie mit ihrer langen Nase. Und da habe ich zurückgeschrieben, habe gesagt, ob er freundlicherweise, ich würde ihn sehr bitten, das ein bisschen zu präzisieren, weil dann könnte ich ihm eventuell helfen. Und zwar, ich hätte dem geholfen, aber da kam nichts mehr. Das war komisch, Gott sei Dank, merkwürdigerweise, wenn Sie wollen, das einzige Mal, weil ich bin nicht der berufsmäßiger
Sohn eines Überlebenden, eines Holocaust-Überlebenden, das würde meinem Vater nicht gerecht werden, das ist unverschämt. Aber ich habe diese Geschichte, ich weiß, um was es geht, ich habe mich ausreichend damit beschäftigt, heute vielleicht noch viel mehr als zur Zeit, als mein Vater noch lebte, das hätte ich mal tun sollen in manchem. Also deswegen, nein, Antisemitismus. Ich dachte, ich habe nie einen Hehl gemacht aus meiner halbjüdischen Vergangenheit, wenn Sie so wollen, aber da ist leider niemand draufgesprungen, weil, wie gesagt, da hätte man dem einen oder anderen nachhaltig helfen können, vielleicht. Einmal hat mir, aber das war was anderes, schrieb mal einer in den sozialen Medien, asozialen Medien, schrieb mal einer, deine Familie soll brennen. Und wie gesagt, ich habe wegen nach einem Fußballspiel. Also gut, Sie können sagen, wenn ich den höre, dann drehe ich mir der Magen um. Alles geschenkt, alles gut Ja. bekommen. Aber da dachte ich, nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu würzig. Den will ich haben. Und ich bin mit einem anderen befreundet, sage ich, Tilo, pass auf, besorg mir den bitte. Ich möchte den haben. Ja, du weißt so, wie das ist, anonym und so. Aber wissen Sie was? Das macht ja auch ein bisschen Hoffnung. Erstens, weil ich halt ein bisschen bekannter bin. Und B, weil ich dem Staatsanwalt habe übermitteln lassen oder Ermittlungsbehörde, dass ich da an der Stelle diese Formulierung für nicht mehr hinnehmbar halte. Und siehe da, anonym, alles ganz kompliziert. Nach 2 Wochen hatten sie den, da kriegte irgendein Türsteher aus Darmstadt, musste 2.500 Euro Schmerzensgeld zahlen oder Strafe zahlen, das habe ich wohl irgendwo hingestiftet. Und damit war es gut. Von dem habe ich nie wieder was gehört. Das reicht. Ich glaube, der wird sich beim nächsten Mal, wird er mich anders beleidigen, wenn er das Ja. unbedingt muss. Und damit hat es sich auch schon. Aber nochmal, das sind Einzelfälle, die muss man schnappen, die muss man identifizieren und zack. Aber wenn Sie mir mit Antisemitismus kommen, da so alt kann ich nicht werden, dass mir nicht immer noch die Luft wegbleibt. Ja, weil Sie sagten, da werden Sie auch zum Makkabäer. Leider können wir uns nicht nur um den Sport kümmern. Wir haben leider bundesweit immer wieder Fälle, die uns dann bekannt werden, wo man uns dann meldet. Wir sind ja der Sportverband, der Dachverband von allen Makkabäern in Deutschland. Also wir müssen uns leider öfter dem Thema widmen. Aber Muss wir, man. Dass man ja. es muss, ist traurig, aber es enthebt einen nicht der Pflicht. Ich kann nicht sagen, ach komm, ist doch wurscht. Das geht nicht. Geht nicht. Genau, noch hier auch ein Appell, auch alle jetzt zuschauen, wenn wirklich irgendwelche Fälle bekannt sind, man kann sich bei uns immer melden und wir sind immer für euch da und werden versuchen, hier alles Mögliche zu tun, um diesen, ich sage jetzt mal, Idioten, es lieb auszudrücken, die Luft rauszunehmen. Und Ich habe noch zwei zu. kriminell. Und jedenfalls unerträglich. Was immer es ist, das sind Unmenschen. Und So ist es. So da ist will es. Ich ich habe mal noch. fragen, was habe ich von meinem Vater mitgenommen? Der hatte eine Formulierung, sei ein Mensch. Egal wo, also wenn man mit Freunden, wenn es um irgendwas ging, sei ein Mensch. Das hat er benutzt in vielen Situationen. Und mir war das war mir so ein kleiner Satz nur. Ich konnte mit dem als junger Mensch gar nicht so furchtbar viel anfangen. Jeden Tag, wo ich älter werde, habe ich das Gefühl, ich verstehe, das ist ein Erbe. Das ist ein ganzes Erbe, was er mir mit dem Satz hinterlassen hat. Und wenn ich heute in Situationen bin, vor einer Entscheidung stehe, im Großen wie im Kleinen, sei ein Mensch, ich höre den Klang noch. Und der Inhalt ist so groß, so viel größer als dieser kleine Satz. Insofern, jeder, der nicht ein Mensch ist, nicht mit mir. Und ich lese auch gerade, ich versuche immer ein bisschen parallel, deswegen merken Sie vielleicht, meine Augen gehen manchmal ein bisschen nach links, auch mitzulesen. Und die Leute sind mit Ihnen und sie schreiben auch, Marcel Reif, Sie sind ein Mensch und Sie sind auf jeden Fall, Sie haben auf jeden Fall Leute hier gerade mitgenommen. Ich würde noch gerne eine Zuschauerfrage nehmen. Das ist von einem ehemaligen Präsidiumsmitglied, dem Tom R. Auch hier nochmal einen schönen Gruß, lieber Tom R. Er ist leidenschaftlicher Kaiserslautern-Fan, obwohl ich nicht weiß, wie groß die Leidenschaft heute noch ist bei ihm. Aber er wollte einfach mal wissen, und vielleicht können Sie jetzt auch in ein, zwei Sätzen, ich habe noch tatsächlich ein paar Themenpunkte, die ich dann gerne mit Ihnen besprechen wollen würde. Glauben Sie, der FCK, will er wissen, schafft den Weg irgendwann zurück in die Bundesliga? Und B, die nächste Frage hinterher. Würden Sie sich, er sagt Markus Merke, ehemaliger Schiedsrichter, ist wohl wieder aktiv beim FCK oder ist jetzt aktiv, hätten Sie auch Ambitionen, aktiv beim FCK einzugreifen, weil nach Stefan Kunz sieht er keine Kompetenz mehr in diesem Verein? Viele Also, Fragen, aber vielleicht
relativ kurz antworten, damit wir dann auch weitermachen können. Ich bin in Kontakt mit Markus Merk. Sein Vater war mein C-Jugendtrainer und wir beide kennen uns aus vielen Schlachten, auch Fernsehschlachten. Nein, ich glaube nicht, dass der FCK, solange ich lebe, in die erste Bundesliga wieder zurückkehren kann. Der FCK muss gucken, dass er überlebt, weil sie im Treibsand der dritten Liga unten verloren sind, müssen gucken, dass sie in die vierte Liga absteigen. Viel zu große Stadion, sehr komplizierte Gemengelage. Ich habe mal mitgemacht in einem Beratergremium. Wenn man mich um Rat fragen würde, dann würde ich ganz sicher zur Verfügung stehen, aber ein Amt würde ich nicht übernehmen. Nein. Lieber Tommer, ich hoffe, die Frage ist hiermit beantwortet. Und die letzte Zuschauerfrage ist keine wirkliche Frage, sondern eher ein Gruß. Leo Friedmann, unser Abteilungsleiter für Golf, erinnert sich, als er gehört hat, dass wir mit Marcel Reif sprechen, hat er sich so gefreut. Und ich soll Grüße ausrichten. Er war Stammgast bei den Eltern an der Pommesbude, wo es immer gutes Hähnchen gab. Sagen Sie ihm beste Grüße. Besten Ja. Gruß. Ich Besten glaube, Gruß. er ist sogar online mit seiner Frau, aber die richte ich ihm dann nochmal persönlich aus. Wir haben eigentlich immer so ein Halbzeitspiel. Das Halbzeitspiel würde ich heute mit Ihnen auch in der Kurzversion machen. Es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Aber ich habe es auch erst lernen müssen. Instagram gibt immer eine gewisse Zeit vor, wie lange man so einen Talk machen darf. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal fragen, wenn Sie Fußballgott wären, Herr Reif, was hätten Sie anders gemacht? Patrick Andersson schießt 2001 in die Mauer. Der FC Bayern gewinnt das Finale Dahorn. Oder Zinedine Zidane holt nicht zum Kopfstoß aus. In Klammern von mir, dann wird Frankreich höchstwahrscheinlich Weltmeister. Ach, alle drei Dinge haben sowas. Den Schalkern hätte man gewünscht, dass sie doch irgendwann mal, damit das Gejammer auch aufhört in Schalke, dass das einmal aufhört. Den hätte man es gewünscht. Das Finale daheim habe ich kommentiert und ich habe am nächsten Morgen gesehen, wie Menschen immer noch fassungslos hier auf irgendwelchen Parkbänken in der Sonne saßen und die Welt nicht verstanden. Ja, und sie dann habe ich verehrt als Fußballspieler. Ich kann mich nicht entscheiden. An der Stelle alle drei Dinge hätte ich anders gemacht. Da hat er sich ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigt, der Fußballgott offenbar. Tja, naja, aber es waren auf jeden Fall alle Highlights dabei und alle drei Punkte blieben auch für mich persönlich als großer Fußballfan in Erinnerung. Hier mal ein großes Dankeschön an den Danny. Der hat uns nämlich die Idee gebracht, dass wir das doch mal heute mit ihm spielen könnten. Ich würde gerne auch mal die Verbindung mit ihm und Maccabi gleich mal kurz erwähnen. 2015 waren die European Maccabi Games in Berlin und ich war leider nicht aktiv dabei, auch nicht als Zuschauer dabei. Das war meine Zeit noch in Köln. Was haben Sie für Verbindungen mit Maccabi und was haben Sie für Erinnerungen, speziell mit der EMG 2015 in Berlin? Man hat mich gebeten, ein bisschen die Nase hinzuhalten und die Arbeit haben andere getan. Aber ich habe ein bisschen versucht, drumherum die Trommel, das Trommelchen zu rühren und das war eine tolle Zeit. Ich habe einiges da gesehen, ich habe die Stimmung erlebt, ich habe gesehen, dass eine jüdische Sportorganisation in Deutschland eine solche Veranstaltung machen kann mit sehr viel Unterstützung auch von Nichtjuden. Und das hatte was Tröstliches. Also wir haben vorhin lange über Antisemitismus geredet. Es gibt auch das andere Deutschland zum So Glück. ist es. Es gibt ein tolles Deutschland und es gibt vor allem, und das war nicht nur Maccabi Deutschland, wir haben sehr, sehr viele deutsch-jüdische Institutionen in dem Land. Und es gab einen Satz, der mir immer hängen geblieben ist, da hat einer, der Herr Schlafstein, gesagt, leider sagen müssen, es gibt ein wunderbares, buntes jüdisches Leben in Deutschland, leider zu oft hinter verschlossenen Türen. Sind Aber die ich Deutschen glaube, die selber schuld? EMG, bitte? Da sind die Deutschen selber schuld, wenn sie das, wenn es das sein muss hinter verschlossenen Türen. Es geht ihnen eine Menge verloren. Wenn sie auch Holocaust, erstmal, lassen Sie mich dieses gewagte Ding machen. Die Deutschen selber haben durch die Vertreibung und Ermordung von der jüdischen Gemeinde in Deutschland damals so unendlich viel verloren. Und manche haben es sogar begriffen. Heute, die Zeitzeugen sterben aus.
aber das lässt sich gern irgendwo noch nachlesen. Es gibt auch Literatur dazu. Also die eine Seite hat es erlitten, die andere hat es verbrochen, aber sie haben sich vieles selber genommen. Und deswegen, wenn heute jüdisches Leben nur jüdisches Leben hinter verschlossenen Türen, das ist so absurd. Das ist welches Leben, auch jüdisches, nicht jüdisches, jedes Leben hinter verschlossenen Türen, weil es nicht gelebt werden kann. Absurd. Leider ja. So, ich höre, wir haben noch ein paar Minütchen. Ich habe noch mal so eine kleine Schnellfragerunde. Habe ich mir mal überlegt. Das auch angeknüpft an einer Zuschauerfrage. Wir haben mittlerweile auch die Maccabi Deutschland Jugend. Das heißt, wir haben eine Jugendabteilung gegründet, dass wir auch unseren Junioren einfach ein bisschen mehr Verantwortung mit in die Hand geben möchten. Und da kam auch die Frage vom Norm zum Beispiel. Marcel Reif bereitete sich vor den Spielen vor wie? So, dass nichts auf dem Platz passieren konnte, was er nicht verstand oder hätte erklären können. Hausaufgaben machen. Hatten Sie Rituale, die Sie eingehalten haben vor jedem Spiel? Ja, man geht da immer wieder ins selbe Stadion, es war immer in der Regel derselbe Ordner und man fing mit immer demselben Ordner Streit an, weil der wollte die Akkreditierung sehen, obwohl ich etwa das 400. Mal da durchgegangen war. Das waren Rituale, die haben einen geweckt. Und bei denen, die einfach mal wieder auf Temperatur. Und ich habe eine Zeit lang immer eine Zigarre geraucht vor dem Spiel noch, bis man im Stadion das nicht mehr konnte. Ja, es gibt ganz sicher mehr Rituale, als ich mir habe selber klar machen wollen, weil das kriegt ja was Mackenhaftes. Aber meine Arbeit lief immer nach dem gleichen Schema ab. Wenn Sie wollen, auch ein Ritual. Bis ins Detail. Vieles davon konnte ich im Spiel gar nicht verwenden, aber mir war es wichtig, es zu wissen. Marcel Reif wäre in einer anderen Sportart als Kommentator auch gut. Welche Sportart wäre es? Ich war ganz gut. Ich habe angefangen mit Eishockey und ich galt Ja, das wusste ich nicht. als sehr ordentlicher Eishockey-Coach. Ich habe Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, zig gemacht. Ach, zig, mehrere. Und galt als durchaus kompetent. Marcel Reif erinnert sich an dieses Spiel am liebsten zurück. Das kommt erst am nächsten Samstag. Irgendwann das nächste Spiel war immer das sein wird, an das ich mich am liebsten zurückerinnere. Jedes Spiel hatte seine Geschichte. Diese Reihenfolge habe ich mir ganz schnell abgewöhnt, sonst wäre ich ja satt geworden. Wenn ich ein tolles Spiel gesehen habe, ich kann Ihnen Champions League Finale, Barcelona, Manchester United. Dann war die erste Halbzeit von Barcelona, ich weiß nicht mal, das war 2006, 2007. Das war so unfassbar gut. Und da dachte ich, besser geht's nicht. Später ging es doch nochmal besser. Abschließend keine Stellfragerunde, sondern eher für unseren Nachwuchs vielleicht. Ich meine, die Kommentatoren, die müssen ja weiter, Nachwuchskommentatoren müssen immer wieder kommen. Tipps vielleicht für unsere Nachwuchsleute, wer sich für Sportjournalismus interessiert, was würden Sie mit auf den Weg geben? Welche Schritte sollte man am besten gehen? Und wie waren vielleicht Ihre Anfänge? Also ich bin dahin getrieben worden von meinem alten Freund und Mentor Dieter Körten, der wollte mich zum Sport holen. Ich war ja politischer Journalist viele Jahre, bis 1984 war ich 12 Jahre lang Korrespondent in London etc. Nein, was das braucht, ist die Leidenschaft für den Sport, egal welche Sportart, und Sprache. Mehr ist es nicht. Du musst wissen, um was es geht, also Kompetenz. Es kann nicht sein, Fehler. Jetzt gebe ich es Ihnen nochmal richtig großkotzig. Sie werden mir in so vielen Jahren Kommentatorentätigkeit vielleicht 5 sachliche Fehler nachweisen. 5. Warum? Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil, das meinte ich vorhin mit Hausaufgaben machen. Ich muss wissen, was das da ist. Da kann nichts passieren, was ich nicht weiß. Regelkunde, Taktik. Fußball ist komplizierter geworden. Muss man halt mitmachen. Dafür ist das aber ein Job. Das Plappern über Fußball können wir vorne in der Kneipe, irgendwann mal hoffentlich bald, irgendwo in der Kneipe am Stammtisch, da können wir, also sind wir alle Fachleute. Nein, also Leidenschaft dafür und an der Sprache arbeiten, denn Sie müssen es ja unfallfrei hinbringen. Und dann versuchen, überall probieren. Gucken, ist Schreiben vielleicht mein Ding, ist Radio mein Ding, ist Fernsehen mein Ding. Dabei bleiben, irgendwie geht es dann. Das geht schon. Vermissen Sie es? Vermissen Sie es, das Kommentieren?
Ich mache noch in der Schweiz für meinen Schweizer Pedi-Wiesen, da mache ich noch ein paar, zehn, so etwa 10 Champions League-Spiele. Die darf ich mir aber auch nach touristischen Erwägungen aussuchen. Also Ja. Madrid, Mailand, Hauptsache Italien. Ja. Ich kann mir die Dinge aussuchen und Finale und das darf ich dann schon machen. Ja, ich habe gemerkt, dass ich aufhörte 2016, so das war's. Irgendwann juckte es mich wieder. Dann wurde ich gefragt und dann dachte, habe ich zu meinem erwachsenen Sohn, wie gesagt, 44, gesagt: Ja, sag mal, ich kann doch nicht vom Rücktritt zurücktreten. Darauf sagte der: Wem bist du denn Rechenschaft schuldig? Da ich sage: Der Heinkes konnte es auch schon einige Male. Wenn man niemandem mehr Rechenschaft schuldig ist, das ist die Gnade der frühen Geburt, dann darf man gern zurücktreten. Ich mache es jetzt immer noch und es macht immer noch Spaß. Und wenn ich das erste Mal merke, ich mache es nicht so, wie ich es gerne hätte und wie es sein muss, dann höre ich auf. Gestern saß sie im Doppelpass. Nicht zum ersten Mal, nicht zum zweiten Mal. Ich glaube, ich weiß gar nicht zum wievielten Male. Heute sehe ich sie zum ersten Mal mit unseren Zuschauern bei Maccabi Sport Talk. Würden Sie noch mal zu Maccabi Sport Talk kommen? Jederzeit. Sie haben sich prima vorbereitet. Jetzt müssen Sie auch mit Lob leben können. Sie haben sich prima vorbereitet. Sie fragen keinen Unsinn. Wir haben ein breites Spektrum beredet, wenn die Leute Spaß daran hatten, zuzuhören. Und wenn die Leute nicht sagen, komm, bleib mal bloß mit dem weg, dann machen wir es. Also ich bin ja wirklich kein Journalist und wir hatten, wie am Anfang erwähnt, einfach auch Ideen immer wieder in den Raum geworfen. Wie können wir unsere Leute zu Hause ein bisschen entertainen? Wir müssen die Leute nicht zwingen, zu Hause zu Natürlich. bleiben. Ja, natürlich. Die Leute machen es doch prima. Also das ist doch so viel Selbstdisziplin. Deswegen jetzt auch die Frage Geisterspiele. Du musst Brot und Spiele, es wird so schlecht gemacht. Natürlich, Menschen wollen Brot haben, aber auch Spiele. Also mein Tag morgens beginnt mit der Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts. Da höre ich die Corona-Zahlen. Mittags gucke ich Nachrichten, abends gucke ich Nachrichten, dann gucke ich die zwei Talkshows zum Thema Corona. Und wenn ich einen Horrorfilm sehen will, dann gucke ich Donald Trump in Pressekonferenzen zum Weißen Haus als Abschluss des Tages. Das macht einen irgendwann mal kaputt. Und wenn du Leute, wenn zur Disziplin aufrufst und zu sagen, Leute, macht mit, bleibt zu Hause, dann musst du mir auch was geben. Insofern glaube ich, auch Geisterspiele im Fernsehen, das hilft den Menschen wenigstens mal für 2, 3 Stunden etwas anderes in den Kopf zu kriegen. Und deswegen auch solche Gespräche über Sport. Meine, es gibt so viel Wichtigeres als Fußball jetzt. Nee, das ist eine Nebensache. Aber die wärmt das Herz ein bisschen und das brauchen wir alle. Und das dachten wir uns auch und von daher auch die Idee. Also ich weiß nicht, was wir uns mitbekommen haben. Wir machen ja mittlerweile Quizduelle, wir machen Live-Yoga, wir bieten Workouts an. Ein Schachturnier beginnt jetzt ab Mittwoch, Backgammon in nächster Woche. Also wir haben eine Vielzahl am Programm, weil wir einfach der Meinung sind, genauso wie Sie sagen, ein bisschen Entspannung den Leuten nach Hause zu bringen, neben dieser ganzen Covid-19-Thematik, die man überall hört. Und deswegen, Herr Reif, ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, aber nicht nur für das Gespräch heute, sondern auch für die letzten Jahrzehnte, die ich mit Ihnen und viele der Zuschauer mit Ihnen verbringen durften. Vielen, vielen Dank, dass wir Sie haben. Vielen, vielen Dank, dass Sie immer Ihre Leidenschaft mit uns geteilt haben. Vor allem beim Fußball habe ich Sie halt mitbekommen, aber jetzt auch ein großes Dankeschön, dass Sie sich die Zeit für heute genommen haben, mit uns hier den Sport Talk Teil 3 mitzumachen. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Jetzt bleiben Sie bitte gesund. Kommen Sie gut in die Nacht und halten Sie das Telefon an. Es könnte tatsächlich sein, dass wir Sie hoffentlich bald mal wieder brauchen, aber dann vielleicht live bei einem Großevent von uns, wenn wir Sie dann vielleicht wieder irgendwie als Botschafter oder einfach als Freund und Zuschauer dabei haben können. Sie wissen, wo Sie mich finden. Das wissen wir mittlerweile. Herr Ciao, mach's gut. Reif, Toda, ciao. Alles Toda, Gute und allen Toda. Zuschauern, Maccabi Chai, bleibt gesund und viel Spaß mit dem weiteren Programm in der Woche. Ciao, alles Gute. Ja, und da kann ich Bye, Maccabi Chai.